Das Betreten der Decke ist verboten. Geht wieder runter zum restlichen Pöbel. Er ist viel schneller. Lauft schneller. So, komm her. Er ist hier. Au. So, Mann. Hast du einen Schatten? Ja, so sieht's nämlich aus. So. Wo ist hier der Strafzettel? Muss doch hier irgendwo sein. Ist der Lux bei dem Schatten? Ach, da ist der Strafzettel. Haben wir mal gekonnt daneben gesprungen? So, dann mal wieder. Vor allem, es war ja nicht mal unsere Schuld. Wenn ich gesagt hätte, ah, okay, da haben wir uns dumm benommen. Ich meine, wir sind auf ihn zugegangen. Insofern haben wir uns da schon dumm benommen, aber es war ja, er hatte sich da ja festgebackt. Hat sich ja immer nur um die eine Frau ist er da rumscharwenzelt. Das kann doch niemand gut heißen. So. Ah, das Ziel wurde lokalisiert und es kommt auch noch in diese Richtung. Folgen jetzt, indem wir vor ihm gehen. Aber jetzt geht er wieder vor uns und damit ist wieder alles gut. Von ihm gesendet, um sie zu töten. Ja, um sie zu töten, nicht. Töte auch mal alle Barben, dann bleibt mir dieses Gesinge erspart. Mailand hat mir nichts voraus. Ich habe die angesagteste Mode von allen. Ja, die angesagteste Mode. Achso, das sind nicht seine Kumpanen. Nicht die anderen Bäckermeister. Der hatte auch so ein Streitkolben. Damit wird das Brot dann zu Sägemehl verarbeitet. Da hat er sich ja schon fast wieder festgepackt. Wollte schon wieder umdrehen. Der Halunke. So, wir patschen erstmal alle an. Doch nicht solche Schleichwege. Falle ich doch nur auf. Ich hätte schwören können, dass sie schon im zweiten Teil damals ab und zu mal stehen geblieben sind. Weil so ist es ja hier einfach nur ein kleiner Spaziergang. Ah, jetzt sind sie schon zu dritt. Zu viert. Es werden ja immer mehr. Ah, vielleicht ist das Mehl ausgegangen und die Konditoren müssen mal ein wenig Nachschub besorgen. So, gehen wir hier durch. Die nette Gruppe da durch. Wo will der denn überall hin? Ich meine, ich finde das schön, dass man uns so Florenz zeigen will, aber das bringt doch auf Dauer auch nichts. Der fegt da den Boden, aus welchem Grund auch immer. So sandig wie der ist, hat das, glaube ich, keinen Sinn.
Ah, okay, da geht er rein. Ach, verdammt. Es geht ja natürlich da noch weiter. Den Garnisonsführer töten. Ach, das ist der gute Mann da. Dann machen wir das doch. Au. Er will mir seine Waffe nicht geben, aber der tut es. Heilige Jungfrau, hilf mir! Verschont mich! Bitte tut es nicht! Der haut in die Leere. Au. Wir treten uns jetzt gegenseitig in die Eier. Da ich aber mehr Energieböppel hab als du. Wird das nicht gut für dich ausgehen? Und das war der. Der Rudelführer. So, was haben wir hier? Ach, dafür werden wir jetzt komplett gesucht. Aber ich sehe da, dass da ein Typ mit Äuglein ist. Und wir haben gerade mal unsere Bekanntheit ein wenig gesenkt. Ist natürlich witzig, dass wir unsere Bekanntheit senken, indem wir andere dann nochmal töten. Was ja eigentlich unsere Bekanntheit nochmal ein wenig steigern müsste. So, einmal still sein bitte. Wo ist denn? Ach, hier, ja, natürlich. Sieht uns auch gar nicht ähnlich auf dem Foto. Wo haben wir denn jetzt mal hier den nächsten Auftrag? Was ist das denn? Ein Rennen. Wollen wir rennen oder wollen wir einmal Hauptmission machen? Wir machen einmal Hauptmission und dann machen wir einmal Rennen. Wenn ich das nicht schon wieder vergesse. Das passiert nämlich auch ganz gern. Oh, da hinten ist eine Feder. Wir müssen ja Mutti noch die ganzen Federn bringen. Aber irgendwie da nicht. Sondern wir müssen hier einmal... kannst du da hoch? Ja, genau, so meine ich das. Und zum hier hoch? Ja. Was ist denn heute mit der Kamera los? So, 22 von 100. Ah, da ist der nächste Strafzettel. Dann können wir uns da mal komplett freikaufen. Das ist jetzt völlig normales Verhalten. Gute Frau. Ich weiß nicht, ob sie hinter mir herumschwänzeln wollen, aber... Ach, der gute Lorenzo. Die Pazzi sind tot. Jeder einzelne von ihnen. Ich muss zugeben, ich hätte nie gedacht, dass ich mir den Tod anderer so wünschen könnte. Ich auch nicht. Ezio... Ich danke euch für eure Hilfe, meinen Traum noch länger am Leben zu erhalten. Es war mir eine Ehre, Signore. Was werdet ihr nun tun, mein Sohn? Es gibt noch andere, die ich finden muss, Signore. Und die graben ihre Klauen bereits ins Herz Venedigs. No. La bella Venezia. Dann muss euch euer Weg dorthin führen, Ezio. Bevor ihr geht, hier ist etwas für euch. Ein Geschenk. Dieser Umhang identifiziert euch als Freund der Medici. Solange ihr ihn tragt, werden euch die Stadtwachen mehr verzeihen. Aber seid gewarnt, er bietet euch keine Immunität vor dem Gesetz.
Das Glück möge eure Klinge bevorzugen. Wir haben den Medici-Umhang erhalten. Dauerhaft anonym. Na, sehr schön. Ah, in der Frenz, mit dem Medici-Umhang steigert sich die Bekanntheit in Florenz und in der Toskana nicht sehr gut. Aber wahrscheinlich sind wir dann in Venedig nicht so gern gesehen. Ich bin auch am Überlegen, ob wir uns mal... Ach komm, wir können uns doch mal eine schöne Waffe leisten. Oh, Entschuldigung. Das Preis ist so niedrig, dass ihr euren... So, Waffen. Was haben wir denn hier? Florentinisches Malchus. Streitkolben. Krummsäbel. Oh. Totschläger. Offiziersschwert. Streithammer des Söldners. Altsyrisches Schwert. Achso, das haben wir schon. Oder warum ist das so ausgegraut? Achso, ist bereits im Besitz, ja. Steht hier auch drunter. Aber dieser Krummsäbel hört sich ganz gut an. Plus ein Schaden, plus zwei Tempo, plus drei Schutz. Den nehme ich mal mit. Kleine Waffen. Das ist alles schon... Achso. Ach, das ist nicht genug Geld. Oh, guck mal hier. Tempo plus vier, plus eins. Ein Messer, ein Stilett. Und metallener Kestus. Bietet weniger Schutz, aber dafür... Mehr Schaden und mehr Tempo. Beehrt mich bitte wieder. Ja, wir reisen erstmal. Oh, Entschuldigung. Deine Laute ist da gerade runtergefallen. Ich habe damit ja nichts zu tun gehabt. So. Wollen wir einmal in die Toskana? Nein, nach Monteriggioni reisen. Aber was müssen wir da erstmal machen? Ach, da ist das Missionsziel. Wir sind noch gar nicht aus der Mission raus. Ja, dann reisen wir nochmal nach Venedig. Also erstmal jetzt nur zu dem Missionsziel. Ich wollte hier eigentlich nochmal bleiben und wie versprochen das Rennen machen. Hier ist eine Sackgasse. Wer baut denn solche Wege? Ach, warte, hier kann ich mal... Frisch gefangene... Ja, ja. Jetzt heilen? Nein, Apothekerbedarf. 10 von 10, 5 von 5, das haben wir alles. Kommt wieder, wenn ihr Hilfe braucht. Ja, wir kommen auf jeden Fall wieder. So. Das heißt, hier in der Gegend müssten wir jetzt einmal... Oh, Leute, geht doch mal aus dem Weg. Wir sind stolz auf unsere gute Qualität. Ach, wir müssen zu dem guten Leonardo. Mal gucken, was er möchte. Leonardo! Leonardo! Mi dispiace, Messere, aber er ist fort. Maestro Leonardo wurde von einem venezianischen Adligen für einige Porträts kommissioniert. Er hat genug bezahlt, um die ganze Werkstatt nach Venedig zu bringen. Eine fantastische Gelegenheit. Grazie mille, amico. So, das heißt, der gute Leonardo ist jetzt auch... Ah, jetzt können wir hier nämlich das Rennen machen, wieder machen. Wir waren nämlich noch mitten in der Mission. Das ist die Richtung. Der gute Leonardo ist jetzt zufälligerweise auch nach Venedig. Das heißt, wir müssen nicht immer nach Florenz reisen. Wenn wir eine Codex-Seite finden. So, und wir können uns ja jetzt benehmen wie eine offene Hose. Auch wenn uns das irgendwie nichts bringt. Ach, warte, ich bin so ein bisschen nach Süden, ne? Aber nur ein kleines Stück. So, dann hier wieder Gas geben. Auf der Geraden einmal... Gas geben und akzelerieren, wie es ja so schön heißt.
So, müsste doch eigentlich hinter dieser Kirche sein. Ist das eine Kirche? Ich hab jetzt mal eben nicht hochgeguckt, aber es könnte auch was anderes sein. Ist ja nicht immer nur eine Kirche. Ah, da haben wir ihn ja. So, mein Guter. Ich bin der beste Läufer dieses Bezirks. Sie sagen, ihr wärt auch recht gut. Beweist es. Das machen wir. Ich bin der schnellste Dieb der Stadt. Glaubt ihr, ihr könnt meinen Rekord knacken? Aber natürlich. Ja, so aber nicht. Ist das nicht gefährlich? Nee, das ist nicht gefährlich, das war einfach nur dumm. So, wo ist er? Ah, da ist er. Nein! Boah, ich wäre jetzt fast runtergefallen. Jetzt klettert er doch mal. Ich will doch gar nichts von dir. Du willst nichts von mir. Wir wollen nichts voneinander. Ich will doch hier einfach nur Wettlauf machen. So, 13 von 32 und wir haben noch 1 Minute 50 hier über. So. Boah, schaffen wir das? Wo geht's denn hier lang? Ach, da. So, das war Halbzeit. Nein! Boah, wieso fällt er denn da runter? Ja, was für ein alberner Mann. So schaffen wir es natürlich nicht. Ah, okay. Hier wieder runter. Wir auch einfacher haben können. So, einmal an denen vorbei. Schaffen wir das noch? Ja, das schaffen wir noch. Locker. Ja, Santa Maria Morelli. Ah, nice. Nicht schon wieder verfolgen, weil wir haben ja gar nichts gemacht. Wir laufen ja hier nur mal um die Dächer. Auf die Dächer, auf die Dächer. Auf die Dächer. Boah, haben wir gerade noch mal eben so geschafft. Und wir haben noch eine Feder eingesammelt. Das war doch schon mal nicht schlecht. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir natürlich schon wieder hier. Ach, da müssen wir hin, nach in die Berge. Aber wir wollen erstmal kurz nach Monteriggioni. Machen Sie Dings. Hier einen Lauf mit. Lauf der Ehre sozusagen. Schnell wie möglich. Und dann kommen diese Wachen und. Versuchen wir da ins Handwerk zu frischen. Oh, das war aber. Das war doch mal ein cooler Sprung. Na, das war nicht so ein cooler Sprung. Aber es muss ja nicht alles immer cool und hip sein, sondern man kann ja auch mal so. Ein wenig vorbeispringen. Ach, hier ist ja das nette Haus von der guten Dame. Können wir da. Ja, da können wir nicht hoch, da können wir auch nichts. So, können wir denn hier hoch? Nee. Da ist der Blumenkübel wahrscheinlich im Weg. Also nehmen wir hier mal den Umweg. Bei der guten Paola hatten wir schon alles erledigt.
alles abgefrühstückt. So, hier können wir jetzt mal gehen aus dem Weg. Du auch, sowieso. Immer noch eine Animation, die sehr natürlich wirkt, indem er sie dann wegdrückt und die Hand dann so auf die Schulter legt oder irgendwas in der Richtung. Das hat mir immer ganz gut gefallen. So, wo kommen wir hier raus? Da kommen wir raus. Und da ist ja die gute alte Kunigunde. Komm her, du alter Zossen. Dann reiten wir mal. So schnell wie möglich. Ah ja, wir können ja noch ein bisschen schneller reiten. Nach Monteriggioni. Ja, wir wollen dahin reisen. Und bevor unsere Schwester sich alles komplett unter den Nagel reißt, machen wir nur noch mal schnell die Truhe leer, bauen vielleicht die Stadt noch ein bisschen aus. Haha, da sind wir aber gekonnt gesprungen. So. Ah, die Dame kenne ich auch. Sag nicht woher. So. Schnell bevor der nächste Zyklus. Da hat es aber eben gewackelt. Also gewackelt im Sinne von geruckelt. So, 19.000 haben wir und wir reden hier nochmal schnell mit dem guten Architekten. Salute, Saezio. Sollen wir uns die Liste anschauen? Ja, einmal bitte anschauen. Was haben wir denn hier? 10% Rabatt. Was für 5.000 will er dafür haben? Die Bank, der Schmied, der Arzt. Achso, der Arzt, 15% Rabatt. Der Schneider. Das Bordell haben wir erneuert, die Kirche. Boah, Militärkaserne. Was denn das für ein Mauszeiger? Diebesgilde und der Brunnen. Ach komm, wir machen mal die Militärkaserne. So als Schutzmaßnahme. Und die Diebesgilde. Auch als Schutzmaßnahme. Buon viaggio! Genau. Der Schutz vor zu viel Geld bei den Einheimischen. Weil die tragen das dann nur. Federchen können wir ja auch nochmal zurückbringen. Die tragen dann einfach nur zu viel Geld mit sich herum. Und das ist auf Dauer nicht gut. Das geht nämlich auf den Rücken. Und deswegen helfen wir den Leuten so. So. Wir haben 23 von 100 Federn gesammelt. Da steht uns also noch einiges bevor. Das Wetter ist hier draußen aber auch nicht so schön. So. Was ist das denn für ein... Ach, hier unten können wir ja noch Dings einsetzen. Ja, ich erinnere mich. Ist ja noch gar nicht so lange her. Sollte man sich also erinnern können. Haben wir denn eine zwischenzeitlich gesammelt? Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Hier können wir nur leicht stoßen. Da können wir untersuchen. Da können wir auch nur untersuchen und leicht stoßen. Ach, haben wir schon 4 eingesammelt von 6? Das ist ja Wahnsinn. Das freut mich ja jetzt schon ein wenig. So, dann machen wir uns mal hier auf den Weg wieder nach oben. Können wir hier noch Achso, wir können noch nicht wir haben noch keine 9. 18 von 30 haben wir, das heißt 12 brauchen wir noch.
Aber dann machen wir uns mal wieder auf den Weg nach draußen. Und ja, dann mal auf nach Venedig. Frisch gefangene Igel! Fisch gefangen. Was ist denn heute los? Kannst du mal wieder aufsteigen? Oh ja, genau. So sieht's aus. So steige ich auch immer auf ein Pferd auf. Aber so schnell reite ich nicht. Das ist mir dann ein wenig zu schnell. Nach Florenz. Ja, wir wollen einmal nach Florenz und von da aus dann nach Venedig.